Trödele, wir spielen Dämmerung allein. Ich habe schon mal meinen Super aufgeladen. Ich habe einen Trick gehört, wie man ganz einfach die Omnigul platt machen kann. Deswegen will ich es jetzt mal allein probieren. Mal sehen, ob wir überhaupt bis dahin kommen. Zumindest können wir uns schon mal einmal wieder beleben. Omnigul ist niederträchtig und verzweifelt. Pass auf dein Licht auf. Ich mach gleich mal beide an, weil ich einfach dann keine Zeit habe und nicht sterben will, weil ich hier jeder Satan Schwölefanz treibe. Es ist Arkus in Flammen an. Wir haben deswegen dreimal Arkus-Waffen drin. Wir haben doppelt Überschuss, das heißt mit jedem schweren Munitionspaket bringt man 6 Raketen. Und da wird man schon nett weggemacht von der Seite. Hä? Die hat doch Feuerball. Ne, das ist die LDR. Ah, sorry, wir haben doch nicht doppelt Überschuss drin. Das ist die LDR, nicht einfach den Speer. Ich hab's gerade verwechselt. Dann finden wir halt 4 Raketen. Das reicht auch. Ich bin direkt tot. Nice one. Aber ich hab Munition bekommen dadurch. Jetzt mal Granaten spammen. Ich hab Herz des praxianischen Feuers drin. Jetzt wollen wir uns natürlich nicht mehr treffen, dass wir unser Super wieder aufgeladen haben. Das ist schon mal defensiv. Auf keinen Fall Nahkampf jetzt kriegen. Es ist Lichtschalter an und Arkus entkommen. Das heißt, die Penner hier machen einen mit einem Schlag weg. Immer schön im Rückwärtsbewegen bleiben. Oh, jetzt wird ja nichts da. Nichts vorwärts. Jetzt mal geduldig hier. Ja, mach dein Schild, das ist perfekt. Kann ich nämlich nicht getroffen werden und du schon. Die machen auch keinen Arkus-Schaden, ne? Ja, die schon leider. Stirb mal, ey, was ist los mit dem? Oh fuck. Oh Mann. Das ist auf jeden Fall vorsichtig sein, da kommt man immer dazu. Ah, wo ist der? Auch verstecken, das ist echt krass. Jetzt ist kein Bock, dass er das noch was macht. Das mal so reicht, wenn dann so ein Penner im Nahkampf trifft. Ah, jetzt sind es zwei, wenigstens was. Er hört mich nicht. Das ist schlecht. Mal ein Party einladen. Ich sterbe jetzt nicht. Komm schon, geht das ein bisschen schneller. Bin schon schwerer. Boah, wie lange dauert das, bis der Party-Chat offen ist? Wahnsinn. Was? War doch perfekt. Ja, kill den noch. Ist der tot, Mann? Oh fuck, oh fuck.
Hey, ich sterbe jetzt hier nochmal, oder? Weil ich jetzt an der Kante hängen bleibe. Natürlich. Das ist ja für eine coole Ecke. Ist nur auf demselben Film. Ist der. Ah, das ist sauber. In Bewegung bleiben, Hüter. Finde Omnibol. Sind immer noch welche. So, für den Trick braucht ihr LDR 5001 mit panzerbrechenden Geschossen oder irgendeine andere Waffe mit panzerbrechenden Geschossen, am besten eine Arkus-Waffe. Das ist schon mal Pflicht. Das panzerbrechende Geschosse, es geht mit jeder, aber mit natürlich Arkus entflammen sollte man eine Arkus-Waffe nehmen, dass es ein bisschen schneller geht. Sonst kann es mitunter ein bisschen länger dauern. Es gibt auch MGs mit panzerbrechenden. Es gibt leider keine Primärwaffe, die Arkus entflammen und panzerbrechen hat. Ich habe geschaut, ich habe alle Primärwaffen, die Arkus entflammen haben, aber keine von denen hat panzerbrechende Geschosse. Also weder Bredes Zeitmesser noch Schicksalsbringer noch Elaster Überseele, die ich gerade drin habe. Wir gehen, fahren hier durch mit der Himmelswacht. Und uns natürlich das Drehmetall noch ab. Das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert der Glitch auch nicht. Scherz beiseite. Wir steigen auf unseren Sparrow, fahren hier hinten lang. Bis wir zu diesem Zaun kommen. Und dann versuchen wir da drüber zu kommen. War so. Und jetzt versuchen wir uns in diese Tür reinzuklitschen. Machen das hier auf. Genau so. Und dann seid ihr hier und jetzt könnt ihr euch zu Omnigul glitschen. Fragt mich noch nicht, wo lang. Das muss ich gerade nochmal nachschauen. Mom! Mom. Okay, also wir müssen bei dem Raumschiff. Sorry. Müssen wir hier oben lang. Und dann hier unten durch. Und dann sind wir irgendwo falsch. Falsch! Jetzt kommen wir zurück. Wir sind hier oben lang. Genau. Und dann nochmal hoch. Neuer Idee, what I'm doing. Wenn man gerade sieht. Irgendwo hier müssen wir lang, außenrum. Außenrum. Genau, und jetzt sind wir über Omnigul. Jetzt sind wir nur ein bisschen zu niedrig. Fragezeichen? Müssen wir gucken. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Omnigul-Raum. Ich glaube, wir sind zu niedrig gegangen. Wir hätten höher sein müssen. Aber das kann man ja alles noch revidieren. Ich darf nur nicht die Map komplett runterfallen, was ich gerade tue. Wir können uns immer wieder beleben. Wir sehen, wo wir jetzt spawnen. Okay, wir sind jetzt unter Omnigul. Wir müssen noch Omnigul jetzt sehen. ihr seht, es ist ein Glitch, aber ich kann ihn nicht. Glitchen ist nicht so meins. Ich wollte es nur für die Leute zeigen, die vielleicht nicht Level 30 sind. Es ist aber einen einfacheren Weg gibt, den häufigsten Dämmerungsstrike zu lösen. Okay, ist tot. Die schießt jetzt auf mich, das ist interessant. Und ist hier abgelenkt. Das ist Omnigul. Okay, ich kann jetzt hier nicht durchschießen, weil ich am falschen Ort bin. Ihr müsst auf jeden Fall nach oben versuchen zu kommen, bevor diese Ladescreen kommt. Ich verlinke euch mal ein Video, wo ihr seht, wie es richtig funktioniert. Ist leider Englisch, aber ihr wisst ja jetzt in etwa. Seht ihr, ihr könnt jetzt hier durchschießen. Kann ich eine Granate aufwerfen werden? Nee. Aber man kann die Viecher kaputt schießen.
Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man nicht genau weiß, wo man ist. Der scheint mal ziemlich gefühlbar zu sein. Wenn ich den wiederbeleben kann. Man sieht halt nicht, wo die Wände verlaufen. Das ist ein bisschen ein Problem. Weil theoretisch müsste ich da auch hinkommen, wo die sind. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, noch besser. Er hat sich gerade wiederbelebt. Ich bin hier. Ah, jetzt haben wir es schon. Danke, Psycho Infect. Und ich habe mich verlaufen, Leute. Was soll ich machen? Ich bin unter euch. Hier bin ich. Da. Ich verlinke euch das Video, wo ihr seht, wie es richtig funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein Glitch und ihr kommt da rein und könnt hinter Omnigul und könnt Gegner abschießen mit panzerbrechender Munition. Am besten Automatikgewehr oder so noch suchen und ein MG. Und dann könnt ihr die Omnigul ganz easy platt machen, ohne dass ihr euch treffen kann, weil sie hat keine panzerbrechende Munition. Und das wollte ich euch einfach nur schnell zeigen. Demon Strikes ist abgeschlossen. Haben wir das auch geschafft. 153 Kills, obwohl ich da rumgeglitscht bin. 9 Münzen, Donnerlord, nice. Nice, 9 Münzen, nice. Ich habe gestern auch Münzen bekommen, glaube ich. Läuft, aber fürs Glitche kann man nicht mehr kriegen. 35 Minuten hat der Spaß jetzt gedauert. Nice one. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Jetzt kriegen wir natürlich keine schwere Profil-Effekt. Ich war echt ein Supermann.